Hallo und herzlich willkommen zu TechCorp. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Mir ist gerade was passiert, deswegen bin ich so am Grinsen. Was fatal ist, denn ich habe den falschen Speicherstand geladen und habe mich nur gewundert, warum sind da zwei Schreibtische, warum sind da zwei Menschen, wo ist mein Fernseher? Saß ich hier, ich war am Kommentieren, ich hatte die Aufnahmetaste gedrückt, war am Aufnehmen 5 Minuten lang und dann fiel mir auf, ey, warte mal, das ist das alte Setting. Weil der alte Speicherstand steht über dem neuen. Du kannst ja hier nicht manuell speichern, sondern es nutzt die automatische Speicherfunktion. Und da war ich so ein bisschen irritiert und dachte nur, ich war hier so am Diskutieren, am Machen, am Tun und dachte nachher nur, scheiße. Ja, kann passieren. Mein Gott, ich bin da neu in dem Business. Weil das ist mir tatsächlich aufgefallen an dem Setting und dann stand da unten, du musst Programmierer einstellen. Dachte mir nur, warte mal, wir haben doch noch Programmierer auf unserer Gehaltsliste. Warum muss ich die denn neu einstellen? Ja, okay. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich den richtigen Speicherstand und ich hatte mich auch gewundert, warum habe ich nur noch 12.000 Dollar zur Verfügung? Wir hatten doch ein bisschen mehr, ne? Nämlich 344.381,20 Dollar. Wollte ich nochmal kurz anmerken. So, wir brauchen jetzt einen Marketier. Ein richtiges Tier im Marketing brauchen wir. Und da müssen wir mal gucken, wir brauchen auch noch Schreibtische. Haben wir irgendwas Neues? Manager Desk ist nicht... Ey, TV Boost, jawohl. Warte mal, kann ich das irgendwo hier... Das ist ein bisschen groß, ne? Wo soll man das denn hier... Kann man das hier irgendwo platzieren? Ah, ne, mit Leertaste kann man nicht. Da. Da könnte man es platzieren. Aber wenn, dann würde ich da tatsächlich drehen, wegen den Fenstern, ne? Weil sonst macht das wenig Sinn. So. Das halbe Büro ist erstmal weg. Voll mit der TV-Station. Sehr schön. Das ist ja sensationell. Okay, jetzt brauchen wir ein paar Basis-Desktops. Die setzen wir am besten. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auch gucken, dass die Feuerleiter hier frei bleibt. Das heißt, wir setzen da jetzt einen hin. Warte mal, da steht Customizing. Ja, wohl. Erstmal alles in Orange färben. Jawohl. So, ich habe auf Pause gedrückt, ne, weil ich das vorhin sagen wollte. Dann kaufen wir hier weiter nochmal so einen Schreibtisch. Den würde ich dann daneben setzen. Erstmal hier schön in Orange alles färben. Dann setzen wir hier einen hin. Wie viele Programmierer hatten wir denn? 3. Ja, hatte ich doch noch richtig in Erinnerung. Programmierer und Programmierer. Dann brauchen wir einen Schreibtisch für den Sales Manager. Genau, und dem sagen wir direkt wieder, der soll mal wieder einen Softwarevertrag suchen, denn das bringt Kohle rein. Ne? Nur so durch harte Arbeit, durch harte Verhandlungen mit den Geschäftspartnern haben wir 331.000 Dollar erwirtschaftet. Und warum bewegen die sich alle, wenn ich auf Pause habe? Das ist ja die nächste Frage. Was haben wir denn noch für Employers? Kann ich das irgendwo sehen, wie viele Employers wir noch haben? Nee, ne? Hire, Fire, Alter, warte mal, ich guck mal. Nee, hier kann ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Nein, da wollte ich auch nicht hin. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Nee, so einen Desktop brauche ich nicht. Stopp. Ich brauche den Engineer Desktop. Genau, den Engineer Desktop. Und dann platzieren wir hier den Engineer. Und wir brauchen ein Marketier. Genau, wir brauchen ein Marketier. Ich weiß wohl nicht... Warte mal, Marketier braucht bestimmt den Basis-Desktop, oder? Ja, wir kaufen jetzt einfach mal für ein... Wieso ist hier eine Küche? Die habe ich aber nicht gekauft, oder? Nee, die habe ich nicht gekauft. Ey, ich habe ja vorhin gesehen, hier ist ein Kühlschrank. Den setzen wir direkt dabei. So. Kann ich den auch umfärben? Nee, ne? Ja, ist nicht schlimm. So, haben wir noch irgendwas, was Boost gibt? Da gehen wir plus 5. Die Kombination vorhin war besser. Die Kombination war echt besser, denn da war plus 5 bei der Couch und plus 5 Schreibtisch. Das heißt plus 10 und da haben wir jetzt nur noch plus 5. Geil, jetzt erstmal hier alles in Orange gefärbt. Außer den Kühlschrank. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt sage Customizing. Warte mal, ich versuche nochmal kurz. Vielleicht kann man den dann umfärben. Ne, der färbt sich gar nicht um. Ah, das Mintgrün sieht aber auch gut aus. Aber es muss natürlich orange sein. Selbstverständlich. Okay, dann würde ich sagen, du produzierst Kameras, du erstellst Databases und du erstellst Parkverbotszonen. Genau. So, Researcher. Was war denn nochmal ein Researcher? Ach, der kann ja Hardware erstellen, ne?
Dann braucht man noch einen Schreibtisch. Den habe ich ganz vergessen. Okay, wir kaufen. Ist ja egal. Ne? Wir haben ja das Geld. So. Und jetzt haben wir gar keinen mehr, ne? Jetzt haben wir keinen mehr. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Marketeer. Marketeer finden wir hier. Und dann starten wir und wir lassen jetzt mal weiterlaufen. So. Wir können direkt nächste annehmen, oder was? 3 Monate, 41.000, 4 Monate. Das hier. Okay. Uiuiuiuiui, das wird aber knapp. Have a break, have a KitKat. So. Ich würde sagen, den hier moven wir mal ein bisschen nach hier. Weil dann können wir da noch einen Schreibtisch hinsetzen. Kaufen wir, weil wir brauchen einfach noch einen Programmier. Direkt daneben. So, dann können die ein bisschen flirten. Marketeer, genau. Wir brauchen einen Marketeer. Wen nehmen wir denn da? Marketing 40, Kreativität 34, Endurance. Den nehmen wir. Ah ja. So, dann cleanen wir die Liste. Total Viewers 354. Rezeptionen 0. 0 Hype. Final Rating Bad. Also im Bett kannst du Fernsehen gucken. Okay. 0 Actors Hype. Okay. Was ist jetzt? Ach, das ist unsere Annonce hier im Freizeitpark. Hey TV Super Product. Okay, 399. Failed. Das war ja erfolgreich, ne, würde ich sagen. Das war richtig erfolgreich. So, jetzt setzen wir den Marketeer hier hin. Und dann launch your first product. Product ITV. Da sagen wir Kampagne kommerziell. Event und Trailer. Okay, wir haben eine Kampagne von... Warte mal. So, jetzt haben wir noch 10.000 zur Verfügung. Ah, ich dachte, das wird übernommen. Kann ich nochmal kurz zurück? Entschuldigung. Kann ich nicht. Okay. Dann machen wir hier Funny. Dann machen wir Spezialeffekte. Naja, machen wir eher Direktion. Wir machen so ein ausgeglichenes Ding wieder. Ja, wir machen wieder, da haben wir die besten Erfahrungen mit, die gar nicht ankamen. Oh. Dann machen wir 25 alle, würde ich sagen. Also ungefähr. Und Spezialeffekte. Next. Okay, das hier heißt wahrscheinlich gehypt, ne? Ist Feuer und Flamme, vermute ich jetzt mal. Popularität. Was heißt denn Bit? Bitcoin oder was? MFL-Match. Gut, dann kaufen wir jetzt erstmal hier. Fokus. Hardware auf jeden Fall. Style ist funny. Länge 60 Sekunden. Macht nichts am Preis, komischerweise. Fokus ist, ja, würde ich sagen, next. Has been configured. Okay, alles klar. Sind wir jetzt... Warte mal, wir brauchen noch Kameras. Entschuldigung, stopp, wir brauchen noch Kameras. Stopp, Kameras. So, danke. Haben wir jetzt neue... Nee, haben wir gar nicht gesucht, ne? Programmierer. Wir haben gar keine Programmierer gesucht. Habe ich vergessen. So, Start. Dann sucht mal bitte Programmierer. Alter, hier geht's aber rund. Die Liste wird immer länger. Das ist aber gut. So, weil dann können wir delivern. So. Alter, jetzt sind hier aber Softwareverträge. Kann ich das runterziehen? Nee, ne? Okay, wir gucken mal. Programmierer. Programmierin 30, 30, 30. Research 26. Da tut sich nicht viel. Vom Preis her sind die auch alle gleich. Dann heiern wir den hier. So. Dann setzen wir dich hier hin. Willkommen im Team. No Blueprints. Okay. Du kannst mal wieder hier suchen. Danke. Ey, plus 4 Hype. Wir haben Hype. Jawohl. Total Audience. 326. Sehr schön. Oh, guck mal. Das sieht so bei uns aus. Die Werbung. $82. Was? Wir verkaufen das für $82? Okay, akzeptieren. Wir sind voll im Dumpinglohn drin. Voll im Dumping drin. Okay, Kamera, stopp. Wir brauchen keine Kameras mehr. Wir brauchen jetzt das hier. Media. ITV, Lounge. Okay.
Trailer, kommerzial und das, ne, Event. Auf jeden Fall Event. So, und dann verballern wir die 16.000, würde ich sagen. Dann machen wir ausgeglichen, kommen 33% überall ungefähr. Achso, man kann auch überschreiten, das Budget, okay. So, Fokus liegt auf Features, weil man kann den ein- und ausschalten. Und man sieht bewegte Bilder in diesem Monitor. Dann Funny. Ja, Funny und 60 Sekunden. Next. 5600er Budget. Wir nehmen wieder Kommerzialfokus und dann machen wir dann wieder so 25% für alle. Also Spezialeffekte können wir ein bisschen weglassen. Dann nehmen wir lieber Sound. Achso, wir haben schon 100%. Wäre geil, wenn hier zeigen würde 100%. Das wäre echt cool. Und dann nehmen wir Soccer Match. Wie viele haben wir denn schon verkauft? Inventory. 5K. Go to Factory. Mhm. Okay. Bist du noch Hardware am Suchen? Jawohl. Zweite Generation. Sehr schön. Sehr schön. Du suchst nach Verträgen, das ist auch gut. Du müsstest mal einen Break machen, ne? Du auch. Nee, warte. Du arbeitest jetzt erstmal weiter. So, jetzt machst du einen Break. Und dann erforschst du gleich das hier. Ja. Hier kannst du auch mal stoppen. Kameras haben wir jetzt genüge. Das heißt, da brauchen wir jetzt das hier. Und du hast ja gar nichts. Okay, was kann ich hier noch machen? Was war da gerade für eine Einblendung? Entschuldigung. Aber wahrscheinlich, weil wir das erforscht haben. Plus 7 Hype. Mediocore. Okay, Total Viewers. 359.000. Geil. Total Audience 489 plus 11 Hype. Akzeptieren. Geil, Soccer Match. Finde ich cool, dass sie das so im Hintergrund machen. Wieso ist das so verdreht? So sollte das sein. Und ich möchte gern wissen, wer hier spielt. Ich möchte gern wissen, wer da spielt. Akzeptieren. So. Wieso kann ich hier sagen, select a product? Das ist kurios. Warte mal, wir haben doch noch hier... Nee, das nehmen wir auf keinen Fall an. Alter, jetzt hört doch mal auf. Haben wir denn so viele auf Lager? Weil 63... Nee. Das hier nehmen wir aber an. Hä? Was jetzt? Die Karawane zieht weiter, der Sultan. Was ist hier los? Wieso fahren da LKWs? Ich hoffe, die fallen nicht vom LKW. Units 5K. Okay, wir haben 5000 Stück gemacht. Dann Marketing-Score von 95%. Geil. Hardware-Qualität 60%. Ja, Software-Qualität... Software haben wir gar keine drin. Total Hype 100. Product Appeal 70. Ja gut, aber wir haben C. Das ist doch schon mal gut, oder? Sehe ich das falsch? Die Klein. Das hier akzeptiere ich. Ne, 5 Monate. Da, jetzt hör doch mal auf mit deinen... Oh, die Klein. So. Was haben wir denn hier noch? Programmierer. Ne, wir brauchen ja keinen neuen Programmierer. Wir haben ja genügend Programmierer. So, wir müssen erstmal... Hier, close. Ah, Überforderung gerade. Okay, wir brauchen... Das seid ihr gerade am Herstellen. Am Erstellen. Aha, du brauchst erstmal einen Break. Du bist noch am Arbeiten. Products. No Games? Ach, man kann auch Spiele hier entwickeln. Aha. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Kollegen. Freunde der Sonne. Wir müssen uns ein bisschen... So, stopp. Dann machst du jetzt erstmal einen Break. Social Media müssen wir auch noch machen. Wieso machst du wieder nichts? Habe ich dich wieder vergessen? Okay. Das stoppen wir jetzt gleich, weil dann machst du nämlich bei Social Media mit. Du warst bei Social Media und du hast schon genug erforscht. Dann gehst du nämlich mit hierhin. Ja. So sehe ich das.
So sehe ich das. Release two products. Ach so. Kann ich hier irgendwie gucken? Ach, da kann man noch überall hin releasen. Okay. Wir haben minus 200. Machen wir gerade Minus? Kann ja nicht. Kann ja eigentlich nicht, oder? Machen wir gerade echt Minus? Ja, Earne 500.000, das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Jupp. So, da sind wir noch dabei. Du bist hier die Uhr am Erforschen. Hier ist Social Media. Du erforscht mal wieder gar nichts. Dann machst du die Uhr mal mit. Und... Ah, warte. Social Media. Genau, wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Social Media. Deliver. Entschuldigung. Delivern. Danke. Okay. 3 Monate. Boah, 3 Monate. Akzeptieren. Ey, wir brauchen nur noch Video. Wir brauchen nur noch Video. Stopp. Video. Nee, gar nicht wahr. Dieses Video nicht. Sondern die hier. Camcorder. Geil. Okay, das seid ihr am Erforschen. Davon haben wir genug. Okay, wie ging das jetzt nochmal, dass man alles ineinander verwurschtelt? So, ne? Okay, was haben wir denn da? Zweite Generation, geil. Okay, wir brauchen ein Display der zweiten Generation. Kann schon 240p. Dann brauchen wir eine Festplatte, eine Kamera und eine Batterie. Ah, Audio. Audio ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Vor allem, für was entwickeln wir das? Weil der Fernseher braucht auch erstmal keine Festplatte, oder? Sehe ich das falsch? Sehe ich das? Ne, sehe ich nicht falsch. Festplatte, Kamera. Ja, Kamera braucht das eigentlich auch nicht. Einheit. Dann nennen... Ah, ich würde gern Audio mit reinnehmen. Aber dann müssten wir die Festplatte wegmachen. Ja, Start. David Williams. Okay, du machst das jetzt schon, ne? Wie sieht's aus? Alter, ich muss jetzt hier delivern, ne? Ich muss hier delivern. Wer ist denn jetzt gerade aktuell? Warte mal. So, da müssen wir auf jeden Fall nachhelfen. Du brauchst einen Break. Du brauchst auch einen Break. Kann ich nicht so einen Manager einstellen, der das sagt hier? Ne? Was ist das denn hier? Brands. Value. 37.600. Fans. Jawoll. Guck mal, wir haben 4.219 verkauft. Aha. Ne, so ein Manager, der hier automatisch alle in Pause schickt. Und du bist noch die Kamera, ne? Den Camcorder. Geil, dann können wir das liefern und kriegen wir schon wieder 60.000. Cool. Archiv. So, das haben wir jetzt ins Archiv gesetzt. Oder waren die noch am Verkaufen? Das wäre natürlich übel. Das wäre natürlich... Okay, delivern. Okay, das sind wir gerade am Erstellen. Blueprint 2, close. Kann man den Namen geben? So Ultra Blueprint oder sowas? Komm, mach mal erstmal einen Break. 782.000. So macht man hier Ocken. Okay. Wir müssen auf jeden Fall Netzwerk erstellen. Stopp. Netzwerk. Dann auf jeden Fall die Pfeile. Jetzt habe ich das weggemacht. Netzwerk. Du brauchst auch einen Break, ne? Ja, wir haben nicht so viel Besetzungscouch. Das ist das Problem. Work. So, dann gehst du in Break. Hier haben wir zweimal Netzwerk. Und hier stoppt die Pfeile. Und hier machen wir auch die Pfeile. Ja, jetzt haben wir sogar... Guck mal. Okay, wir haben New Port. Geil. Akzeptieren. Blueprint ist fertiggestellt. Complete. Geil. So, jetzt können wir doch ein neues... wie ging das denn nochmal mit dem neuen Produkt herstellen? Prototyping? Nee. Softwarekreation? Das war hier, ne? Product Creation. Aha.
Ich würde gerne nochmal einen Fernseher erstellen. TV. Was haben wir denn da? Die zweite Generation. Ja, der macht jetzt aber, sieht jetzt eigentlich gleich aus, ne? Nee, dann entwickle ich was anderes. Dann entwickeln wir jetzt... Achso. Das. Ein Video. Ah, warte mal. Kann ich nochmal kurz zurück? Moment. TV, portables TV. Oh ja, so ein portables TV machen wir jetzt. Modell not set up yet. Okay. Das ist jetzt... Das sieht aber nicht schön aus. Achso, Produktname. iPortable. Nee, das schreiben wir klein. Portable. Ja. Brand ist natürlich der hier. Das sieht aber scheiße aus. Kann ich hier irgendwas... Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich den... Guck mal, so sieht das portable TV aus. Aber irgendwie wird mir das nicht angezeigt. Ist noch ein Bug. Dann gehen wir jetzt auf Video. Dann machen wir eine Fotokamera. Oh ja. Da machen wir auf jeden Fall eine Fotokamera. Wir brauchen diese CPU, diesen RAM, 64. Diese Festplatte. Wir hauen da alles rein, was wir haben. Und Plastik. Ja. Das ist die iPhoto. iPhoto, ja. Brand. Achso, da müssen wir einen neuen Brand erfinden. Ah! Ja, okay, ist nicht schlimm. Weil, pass auf, wir hätten theoretisch zum Beispiel Knorr TV oder so nehmen müssen als Brand. Aber ich würde sagen, hier machen wir. Ja, aber wir müssen die ja nach unterscheiden können, ne? Wer fotografiert denn Mosaike? Dann würde ich sagen, machen wir hier... Brand ist dann hier... Knorkfoto? KF. Knorkfoto. Ja, das ist das Brand. Okay. Wird das denn hier irgendwo drauf gedruckt? So wie bei dem anderen? Nee, ne? Das ist unsere Kamera. Okay. Die würde ich gerne noch ein bisschen ranzoomen, dass wir ein größeres Bild haben. Dann, die wird natürlich wieder orange und das, oder? Unsere ersten werden auf jeden Fall so. Ja. Foto. Nee, ein bisschen gerader muss das sein. So. Noch ein bisschen gerade. So ist gut. Ne? Das ist die iPhoto von KF. Jawohl. Okay. Das hier habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay, Bugs auf jeden... Warte mal, kann ich denn hier noch andere Sachen reinziehen? Batterie 0,6. Ah, da steige ich die Performance mit. Ja, lol. Audiomodule. Okay, warte mal. Das habe ich jetzt verstanden. Okay. OS. Da braucht man ein Sicherheitsmodul. Auf jeden Fall. Ein Sicherheitsmodul. Dann brauchen wir unten im Video, brauchen wir Video. Oder? Ja, da unten brauchen wir auf jeden Fall Video. Sound brauchen wir. Und... Das gegen die Bugs. Kriegen wir dann die Bugs weg? Ja, die kriegen wir im grünen Bereich. Geil. Batterie-Lifezeit, ja, ist jetzt nicht gerade das Beste vom Besten, ne? Okay, hier oben die UI machen wir so. Dann brauchen wir Security auf jeden Fall. Netzwerk. Und Kameramodul würde ich natürlich auch gerne reinballern, ne? Performance. Aber Bugs haben wir jetzt wieder so viele. Das ist das Problem. Kriegen wir die noch irgendwie weg im gelben Bereich? Ah, ist natürlich...
Dann müssen wir... Ist im grünen Bereich. Performance ist natürlich jetzt nicht so gut. Hm. Okay, OS. Manche Sachen weiß ich nicht. Cloud auf jeden Fall. Dann bräuchten wir theoretisch weniger Festplatte. HDD. Dann Kameramodul. Ja. Dann das hier, damit wir Bugs wegkriegen. Oh. Das, damit wir die Bugs wegkriegen. Vielleicht können wir nochmal irgendwie sowas da reinsetzen. Dann haben wir sogar nochmal ein Performance. Das hier ist natürlich Premium. Wenn ich die da unten, also genau dasselbe mache wie da unten, ne? Das hier, dann war das und... Soll man das so lassen? Soll man das überall so machen? Ja, pass auf, dann machen wir das überall so. Entschuldigung. Ah, das ist echt so ein bisschen, dass du nicht draufklicken kannst, ne? Dass du sagst, hier per Rechtsklick oder was, ziehe ich das da rein. So, dann ziehen wir das hier hin. Ich finde, das ist eine gute, ausgeglichene Einstellung. Außer Batterie-Life. Ja, okay, aber ich wüsste jetzt nicht, was wir dagegen machen könnten. Optimizing-Tool. Oh! Warte mal. Das Optimizing-Tool. Moment, wo ist das da? Boah, ultimativ. Ultimativ. Optimizing-Tool. Geil. Optimizing-Tool. Optimizing-Tool. Geil. Da haben wir alles im grünen Bereich. Das ist die perfekte Einstellung. Okay, dann machen wir hier die Kameras hin. Kann man die stocken? Nee, kann man nicht stocken. Okay. Dann brauchen wir das hier dreimal. Nein. Das hier dreimal. Genauso hier. Zwei. Drei. Falls du dich jetzt gerade fragst, ging mir gerade auch nochmal durch den Kopf. KF, also Foto im Deutschen, ne? Und Foto habe ich die Kamera im Englischen so genannt. Wegen auch TV, Television. Und dann brauchen wir hier noch die Kamera und hier die Kamera. Das ist schon nahe der Perfektion. Sagen wir nächste. Launch in 60 Days. Ne, da machen wir mal 90 Tage. Ein bisschen mehr Zeit haben. 50% mehr Zeit, ist ja wichtig. Marketingbudget. Machen wir 100.000, ne? Marketingbudget ist 100.000. Nationalweit, mittlere Range, viral. Wir nehmen national mittlere Range. Outsourcen müssen wir leider. Und da gehen wir aber dann auf beste Qualität und produzieren 10.000. Wir produzieren 5.000, weil der Preis war schon sehr hoch. Kampagne, ja gut, die macht jetzt nicht so viel, ne? 440.000, Launch. Alter, nur noch 170.000, das muss funktionieren. Die Kamera muss funktionieren. Wo können wir jetzt nochmal sagen? Der sucht nach Verträgen. Ah, macht das weg. So, Trailer ist festgesetzt. Okay. Kommerzial und Event. Jetzt haben wir nur noch 33.000. Hey, ich habe doch ein bisschen mehr eingegeben eigentlich. Ich hatte doch mehr eingegeben. Oder sehe ich das falsch? Ja, ja, okay. Dann machen wir hier 33. 33. Ist auch komisch, dass die gleich viel kosten. Nee. Die sind ein bisschen günstiger. Oh. So, next. Fokus ist Hardware, ja. Dann episch und 60 Sekunden. Next. Warte mal, können wir jetzt einen Schauspieler engagieren? Lexi Natte. Odlep Fuhr. Okay. Die Zahlen dahinter heißen wahrscheinlich Bekanntheitsgrad, oder?
Gehe ich mal schwer von aus. Ich nehme Lexi Natte. Ja. So, episch. Und dann machen wir hier... Ja, Produktion machen wir auf 30%. Sound auch. Na, so, und Spezialeffekte nehmen wir dann die 14%. Next. Und da investieren wir in die MFL Playoffs oder Mad? Wieso sind die Playoffs nicht teurer? Wir nehmen die Playoffs. Okay, danke. Marketing, working on Phase 1. Okay, close. Wir brauchen Netzwerk. Entschuldigung, wir bräuchten mal kurz Netzwerk, weil wir haben nur noch 50 Tage und das müssen wir abliefern. Wir müssen jetzt abliefern, Leute. Oh, stopp. So, da und da. Hier sind wir ja auch im Netzwerk. Okay, jetzt können wir gleich schon delivern. Geil. Da machen wir dann wieder Schotter. 170.000 haben wir aktuell. Knork Foto ist in der Herstellung. Okay. Release two products. Ja, sind wir dabei. Delivern. 4 Monate, 64.000. Nehmen wir. Uiuiuiui. Da müssen wir aber kurz umstellen. Wir brauchen... Netzwerk hätte ich doch durchlaufen können, ich Trottel. Okay, stopp. Hier machen wir Foto. Er braucht nur eins, ne? Dann können wir direkt das durchlaufen lassen. Dann machen wir hier auf YouTube. So, dann sagen wir hier auch auf YouTube. Hier hatten wir Netzwerk und hier hatten wir Netzwerk. Okay, die sind alle noch erholt. Die sind noch erholt. Sehr schön. Audio. Okay, plus 6,5 ist cool. Entschuldigung. Plus 2 Actors Hype, plus 11,5. Okay. Das ist unsere Werbung. 84. Wieso verkaufen wir die für $84? Kann ich den Preis irgendwo einstellen? Ich würde gerne den Preis irgendwo einstellen. So, warte mal, dann kannst du nämlich, ja, mach kurz zu Ende und dann kannst du nämlich auf Audio gehen. Achso, Kampagne, Trailer, Kommerzial, das. Dann machen wir hier mal ein bisschen mehr und so würde ich sagen. Mal ein bisschen unausgeglichener. Fokus, Hardware. Episch, 60 Sekunden. Budget, 7.400. Tom Hollems. Okay, nehmen wir. Episch. Verstehe nicht, warum man das öfters einstellen muss, dieses Epische. So, next. Und dann YouTube-Ads. Ja, YouTube-Ads. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, stopp. Stopp. Du sollst nämlich jetzt bitte die Audiokomponente erfinden. So, du brauchst einen Break. Ja. Du machst weiter Netzwerk, das kriegen wir hin. Dann können wir das delivern und das delivern. Geil. Und dann haben wir nämlich diesen Auftrag auch schon erledigt. Diese. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.